Ein riesiges Feuer dort in Russland. Hier brennt offenbar ein großes Öllager. Ja, diese Bilder kommen aus Bryansk. Das ist eine 400.000 Einwohnerstadt ganz im Westen Russlands, etwa 400 Kilometer von Moskau entfernt und rund 500 Kilometer von Kiew entfernt. Und ganz in dieser Nähe dieser Stadt Bryansk ein wichtiger russischer Militärstützpunkt. Wichtig für Putin im Krieg gegen die Ukraine. Ja, das sind die ersten Bilder von dort. Twitter-Quellen derzeit. Also dieses riesige Feuer und Spekulationen natürlich. Was steckt dahinter? Vor allen Dingen, wer steckt dahinter? Wir wollen darüber sprechen mit Philipp Piatow, unserem Bildreporter, der seit Wochen in der Ukraine unterwegs ist. Viele ukrainische Quellen vor allen Dingen teilen jetzt dieses Video dort, dieses Feuer in Russland. Was, worum handelt es sich, Philipp? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein brennendes Öldepot ganz in der Nähe eines großen russischen Stützpunkts. Und natürlich ist jetzt die große Frage, steckt die Ukraine dahinter? Sprich, gab es einen ukrainischen Luft- oder Raketenangriff auf dieses Öldepot? Dazu gibt es bislang keine Informationen. Ich glaube, man kann allerdings ausschließen, dass es sich hierbei um einen ganz einfachen Unfall handelt, denn diese Brände, die häufen sich. Hier sehen wir ein Öldepot, aber in den vergangenen Wochen gab es auch immer wieder russische Forschungseinrichtungen, zwar militärische Forschungseinrichtungen und auch militärische Meldestellen in Russland, in denen es gebrannt hat. Also entweder handelt es sich hier um einen ukrainischen Raketenangriff oder um Sabotage. Das kann natürlich auch sein, dass sich innerhalb Russlands Sabotagezellen gebildet haben, die versuchen, Zeichen zu setzen gegen diesen Krieg und auch die versuchen es, den Russen zu erschweren, weiteres Personal und Nachschub wie Öl, Treibstoff und Munition in die Ukraine zu bringen. Das ist alles unklar. Ich kann allerdings sagen, die ukrainische Regierung, die hat sich in den vergangenen Tagen etwas nebulös dazu geäußert. Der Präsidentschaftsberater Arestowitsch hat gesagt, offenbar raucht da immer wieder einmal jemand ganz unglücklich und hat angedeutet, dass die Ukraine dahinter stecken könnte, aber nichts bestätigt. Gibt es bereits irgendeine Reaktion von russischer Seite? Auch hier ist ja zu erwarten, dass das in eine ganz typische Propaganda-Kontext-Kommunikation wieder gepackt wird, wenn es ein Angriff gewesen sein sollte. Ich habe zu diesem Brand noch keine Reaktion vernommen. Es wird sie auf jeden Fall geben auf Seiten der russischen Propaganda. Die versucht nämlich, jeden Zwischenfall, der in der Nähe der ukrainischen Grenze stattfindet, sofort zu benutzen, um zu sagen, Schluss damit, das ist jetzt keine Militäroperation mehr, das ist jetzt ein richtiger Krieg, jetzt braucht es eine Generalmobilmachung in Russland und jetzt müssen wir es in der Ukraine wirklich krachen lassen, jetzt müssen wir es den Ukrainern endgültig zeigen. Also die Ukraine hat vor einigen Tagen bereits erklärt, selbst wenn wir das waren, dann haben wir jeden Grund dazu, Russland hat uns angegriffen, die Russen. Die russische Propaganda versucht das natürlich immer wieder für sich auszuschlachten. Nimm uns, Philipp, noch mal kurz an diesen Ort mit, dieses Bryansk dort in Russland. Also was ist das für eine strategische Bedeutung dieses Ortes und für wen ist diese Ölversorgung dort vorgesehen? Also sind das möglicherweise auch Leitungen, die nach Deutschland führen? Denn wir beziehen ja weiter hier Putins Öl. Ich kann dir nicht sagen, ob dieses Öl auch für deutsche Leitungen gedacht war. Diese Öldepots können ja für alles Mögliche verwendet werden. Die können ganz normal für Landwirtschaft verwendet werden, also sprich, damit die Traktoren genug Treibstoff haben, um rauszufahren und ganz normal zu arbeiten. Die können natürlich aber auch militärisch genutzt werden. Und wenn hier in der Nähe von Bryansk, von diesem Öldepot, ein Militärstützpunkt ist, dann liegt die Vermutung natürlich nahe, dass dieses Öl genutzt wird, um das russische Militär mit Treibstoff zu versorgen. Und wenn aus Bryansk beispielsweise Truppen, Panzer, Schützenpanzer und so weiter, alle anderen Fahrzeuge verlegt werden sollten in die Ukraine, dann hat dieses Öldepot natürlich enorme strategische Bedeutung, weil man ohne Treibstoff einfach keine Panzer in die Ukraine schicken kann. Sagt Philipp Piatow, vielen herzlichen Dank dir für deine Einschätzungen.